Wenn die Validität einer Marktforschung niedrig ist, kann dies erhebliche Auswirkungen auf die Glaubwürdigkeit und Nützlichkeit der Forschungsergebnisse haben. Die Validität bezieht sich auf das Ausmaß, in dem ein Mess- oder Forschungsinstrument genau misst, was es messen möchte. Eine niedrige Validität kann bedeuten, dass die Ergebnisse nicht die tatsächlichen Bedürfnisse, Einstellungen oder Verhaltensweisen der Zielgruppe genau widerspiegeln. Dies kann zu einer Reihe von Problemen führen: Fehlinterpretation der Ergebnisse. Wenn die Forschungsergebnisse nicht genau die beabsichtigten Phänomene messen, können sie falsch interpretiert werden. Dies kann zu ineffektiven Marketingstrategien oder Produktentwicklungen führen. Verlust des Vertrauens in die Forschung. Unternehmen und Stakeholder können das Vertrauen in die Forschung verlieren, wenn die Ergebnisse als unzuverlässig oder irreführend angesehen werden. Dies kann langfristige Auswirkungen auf die Entscheidungsfindung und die Strategieentwicklung haben. Fehlgeleitete Ressourcenallokation. Wenn die Forschungsergebnisse nicht die tatsächlichen Bedürfnisse der Zielgruppe widerspiegeln, können Unternehmen Ressourcen ineffizient aufwenden, indem sie ihre Produkte oder Dienstleistungen an falsche Bedürfnisse anpassen. Schwierigkeiten bei der Generalisierung. Forschungsergebnisse mit niedriger Validität können schwer zu generalisieren sein. Dies bedeutet, dass die Ergebnisse möglicherweise nicht auf andere Populationen oder Kontexte übertragen werden können, was die Anwendbarkeit der Forschungsergebnisse einschränkt. Um die Validität zu verbessern, ist es wichtig, die Forschungsmethoden und Instrumente kritisch zu bewerten und gegebenenfalls zu überarbeiten. Strategien zur Verbesserung der Validität können die Verwendung repräsentativer Stichproben, Kreuzvalidierung und Replikationsstudien umfassen, um die Zuverlässigkeit und Genauigkeit der Forschungsergebnisse zu erhöhen. Betriebswirt IHK in rund 64 Stunden? Traum oder Wirklichkeit? Unter dem Video auf Mehr klicken und dann auf den Link.